In der Natur sind alle Prozesse im mikroskopischen Bereich auf Quantenmechanik basiert. Quantencomputerbasierte Rechenmethoden wollen die mikroskopische Natur mit ihrer eigenen Sprache berechnen. Wir entwickeln neue elektronische Schaltkreise für Quantentechnologien, zum Beispiel Quantencomputern, die neuartige Rechenmethoden ermöglichen werden. Hierbei gibt es noch sehr wichtige Fragen. Was sind die besten Quantenschaltkreise? Wie skalieren wir Schaltkreise zu mächtigen Quantencomputern? Welche Probleme können wir mit Quantencomputern lösen? Im Moment geht es hauptsächlich darum, die besten Quantenschaltkreise zu erfinden. Da gibt es verschiedene Wege, Halbleiterstrukturen, superleitende Schaltkreise und jetzt mein persönliches Feld, Molekularmagneten. Nanomagneten sind halt kleine magnetische Elemente, in denen man Daten speichern kann. Wenn diese Elemente klein genug sind, dann sind wir im Quantenbereich, das heißt, wir haben Quantenbits. Und die Schwierigkeit im Moment ist einfach, diese Bits zusammenzuschalten, aber wir sind dran, das zu machen.